Hallo, hallo, liebe Zuschauer. Wir machen heute hier in Löwenstein Sprungrätsel und bei mir ist der Nico. Moin Moin. Solche Macht. Genau. Moin, moin. Und hier geht's los. Hier bei der Wegmarke Weitschuss, Löwenstein, ja. Ja, die Geht's kenne erstmal? ich, die kenne ich. Also, alles klar. Durch Flammen und Frost war das ja da. Ach, schönes Versteck hier, aber. Ja. Es ist das mit dem Schatz, wo so ein, so eine Sprache kommt aus dem Mund oder sowas. Ach, aus dem Mund? Am Ende ist das so ein komischer Geist, der labert dich dann voll. Genau. Dort, das habe ich ganz am Anfang mal gemacht, mein. Das ist aber schon 100 Jahre her. Nochmal und ja, runter. Ich weiß, weißt du noch, wo man hier runterspringen muss? Mitte, links, rechts? Da war gar Nee, ich bin Mitte. einfach runtergesprungen. Lebst noch? Ja. Ja, einfach. Grausige Lache. Ach, ihr seid doch nicht gestorben. Das kommt ja nachher mit dem Labyrinth da, ne? Jau. Genau, ja. Kennst du das? Ganz habe ich schon lange her gemacht. Ich hab's gestern gemacht, also ich bin. Ah, dann kennst du ja noch den Weg. Ja. Jo. Hier ist die erste tricky Wand. Ne, da ist die erste tricky. Warte, glaube ich. Warte mal, ich muss mal kurz weiter gucken. Ja. Zweite. Dritte ist. Warte, der verläuft man sich immer. Da. Ich glaube, ich habe hier, als ich das erste Mal hier alleine war, eine Stunde bin ich durchs Labyrinth gegangen. Mir, glaube ich, die ganze Zeit die Karte angeguckt, habe nicht verstanden, habe irgendwann gemerkt, dass es das gar nicht geht. Dann ist nach einer Stunde vor mir einer durch die Wand gelaufen und dann habe ich es verstanden. War sehr lustig. Aber letztendlich habe ich es geschafft. Ach. Darüber, okay. Da muss man hier auf diesen. Ach. Da muss man von vorne drauf springen oder kommt von hinten? Und dann Ja. hier auf den flachen da, Den genau. genau. Okay. Und hier. Den. Den. Und den. Okay. Dann hier so ganz, ganz, ganz links. Ganz, 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 Links, wie es ganz links. geht. Jupp. Das linke, linke, linke. Genau, und jetzt kommen diese schönen Speere. Ich habe standhaft, also wir stehen gleich wieder auf, wenn wir einmal fallen. Und am besten läufst du einfach genau in der Mitte durch. Wenn du es schaffst. Dann treffen die dich auch nicht. Ja, da hatte ich jetzt mal sehr viel Glück. Auch? Da jumpen. Runterfallen. Runterfallen? Ja, wie ich. Ich bin nicht runtergefallen. Ist es okay? Ja, das ist. Mach mir nicht alles nach. So wie ich. So wie gerade. Lauf am besten nicht in die Spät. Oh mein Gott. Oh, okay. Der Vorführeffekt. Alter. Erfrischend.
Kann ja natürlich auch ganz intelligent sein und warten. Aber. Wollte warten. Ha! Nein! Ha! Dafür mag ich den Wächter hier sehr gerne. Archen. Muss man hier rechts runter? Ein bisschen tricky. Ich hoffe jetzt nicht, ich falle hier runter. Oha, oha. Genau. Vorsichtig. Ja, gerade. Ganz schön mit Anlauf und dann. Oh, ja. Kann man okay. Noch ganz schnell mal runterfallen. Das glaube ich. Hier lang. Ja, das ist easy. Hier rechts. Kommt der Dark Room. Also ich jump immer gerne einfach durch den Dark Room durch. Weil ich das gestern gemacht habe. Einfach durchspringen oder siehst, wie? Ja, also immer stopp mal. Ich habe gestern auch noch ein anderes Let's Play geguckt. Okay, muss man auf F11 drücken. F11? Ja. Dann auf Grafikoption. Achso, Escape. Ja, Grafik, genau. Und dann auf Vollbildgamma. Voll aufdrehen. Okay. Dann ist der Raum hell. Da siehst du die Konturen eindeutig besser. Oh, okay. Kann man das hier ein bisschen leichter machen, das ist so big. Aber ich fall trotzdem runter. Noch die Fackeln hier manchmal rumliegen. Noch nehmen. Wenn wir hier durch sind, dann sind wir ganz durch. So, wo jetzt lang? Wo warst du? Da jetzt. Warte hier. Mal, ich komme mit meiner schönen. Ich sehe gerade nicht. Warte mal. Achso, du bist runtergefallen. Was ist Feuer? Wow. Lang. Oh, dann. Vorderen. Hey. Runtergefallen. Feuer an hier. Den da. Den da. Den da. Den da. Jetzt, warte, jetzt siehst du hier rechts den kleinen Vorsprung. Ganz klein, ne? Hier, direkt vor mir, ja. Ne? Ja, genau. Genau, da musst du drauf springen. Okay. Weil auf den Geraden kommst du nicht drauf. So. Ja. Mal drüber. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier runter geht. Ich gehe hier einfach mal mit einem Skilljump rüber. Achso, den hatte ich gerade benutzt. Geht er schon wieder? Jo. Okay. Alles klar, so jetzt dreh ich mal. Jetzt gibt es ja drei Wege: den grünen, den blauen und den roten. Augenblick, ich muss erstmal mein Gamma wieder runterschrauben. Achso, ja, klar. Auch ganz vergessen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich das hatte: 160, also 1,6 passt. Hier gibt's halt den grünen, den blauen und den roten Weg. Ja. Bei grün fällst du auf den Boden, bei blau fällst du auf den Boden und bei grün rot fällst du ins Wasser. Also springen wir mal durch rot. Na. Und da sind wir schon durch. Gut zu wissen, ey. Ist eine schöne Truhe. Man darf diesen Typen hier anlabern. Ja, vielleicht mal einen Schatz gefunden, aber. Och, nur grün. Ja, ich auch. Das ist nicht mehr. Einer hatte, glaube ich, mal einen exotischen Pokémon. Ja, zack, zack, zack. Yay. Ist okay. So. Da sind wir auch gleich draußen. War es schon nicht so sehr spektakulär? Ne, aber macht noch Spaß, ne? Macht Spaß, guck mal jetzt. Kulturwaffen, Waffenschmied. Gibt auch schöne Waffen. Manche sehen ganz lustig aus, manche sehen scheiße aus. Und wenn man ganz tricky ist und Lesma, kann man hier mit seinen Freunden, kann man hier oben Portal machen, wenn man durch ist.
Die anderen stellen sich da unten hin. Achso, du bist noch gar nicht da. Ja, ich guck mir noch mal schnell die. Alles klar. Naja. Sieht aus wie eine Haiflosse oder sowas. So Das sind groß Piratenwaffen, glaube ich. schwer. So, Genau, jetzt da. hier kann man, wenn man ganz tricky ist, mit dem Messer hingehen und seine Freunde hier einfach hochporten und Ja. können sich da reinlaufen. Haben das Jumping Puzzle auch fertig. Das ist. Tricky. Ja. So, jetzt können Exakt. wir hier runterjumpen. Also, es gibt noch ein zweites Jumping Puzzle. Wollen wir das auch noch gleich machen? Hinterher Natürlich, sozusagen? wenn wir schon mal Alles hier sind. klar. Schnell mal auf die Map geguckt. Da, bitte mal. Hin. So weit weg. Hätte man ja auch rüberlaufen können, ne? Ja, kostet ja nichts in Löwenstein. Nee, quasi nichts, nee. Gut, und jetzt müssen wir hier verlatschen. Das ist jetzt ein, sag mal, sehr leichtes Jumping Puzzle. Also passt echt in einer Minute durch, wenn du es kannst. Wenn man es kann. Also das muss Ja. man dazu sagen, ne? Ja. Wir brauchen jetzt, schätze ich mal, so eine Viertelstunde. Nee, Chef. Ja. Hätte ich mir Urlaub nehmen sollen, wa? Nachdenken. Hier geht's lang. Ich muss jetzt einmal im Kreis Guck mal, jumpen. hier ist noch einer. Hallo. Da, da steht schon hinter mir. Oh, ich bin zu groß. Wo ich jumpe. Oh, das hasse ich beim Char. Ja, das ist beim Norden auch so. Ja, die großen. Ah, geschafft. Hier oben auf den kleinen Vorsprung. Wie gesagt, mit dem Messer, ne? Läuft man hoch. Total. Unten sind alle oben. Messer sind bei den beiden echt beliebt. Hier Na gut, oben. ich kann erstmal nicht spielen, also. Ja, Einmal W zu viel geklickt und schon ist man unten. Du kannst schon mal hochlaufen, ich komme nach. Okay. Da ist er jetzt. Wo ist der gute Mann jetzt hin? Wo ist er hin? Sagt bei dem Jumping Puzzle mit dem Brunnen, wollte ich mit einem Freund hier hin, der ist jetzt Level 9, der hat gerade erst angefangen. Ja. Und der, sagen wir es so, der hat es nicht geschafft, 20 Minuten lang in diesen scheiß Brunnen zu springen. Musste ich warten in diesem Brunnen 20 Minuten. Ein bisschen langweilig. Das glaube ich, das glaube ich. Nicht in gerade. So, auch geschafft. Juhu, juhu. Schön. Komme nach. Ja, ist okay. Ja, denken könnte, wie es hier. Aber Ara ist leicht. Also, Echt? Also habe ich noch nie gemacht. Ich finde da immer keine Gruppe, weil keiner Bock hat, irgendwie Ara zu machen. Also, mich kannst du auf deine Liste nehmen. Dann Alles helfe ich klar. dir. Ach, ganz vergessen, Freund hinzufügen. Und dann nehme ich das gleich mit auf. Dann habe ich den auch schon mal, den Drachen. Alles klar. Alter. Ich habe ihn, glaube ich, schon dreimal gemacht. Macht das Spaß gegen Zeitern? Es geht, es geht, es geht. Seine Nebenbosse, die sind stark, aber er selber, weiß ich nicht.
Schreit zu doll, aber hat nichts dahinter. Ich habe nichts dahinter. Ja, genau. Vielleicht haben sie das durch die ganzen Updates jetzt verändert, ne? Also Weiß ich nicht. mein letztes Mal war, glaube ich, Februar, Januar, Februar. Ja, da gab's schon ein paar Updates dazwischen, würde ich Gab schon sagen. ein paar einige Updates, ne? Ja. Einige. Nein. Double Roll. Ja. Oh, schön. Schöne, schlechte Sachen. Habe ich auch. Wie gesagt, man kann Glück haben. Gibt auch exotische Sachen hier drin. Aber sehr, sehr, sehr selten. Kennst du das Jumping Puzzle im WVW? Beim Brunnen, beim Wasserfall Ja. habe ich mal angefangen, aber nie geschafft. Ja, habe ich auch. Kennst du das im Nordstaatgebiet? Nee, das können wir mal Das machen. ist extremst leicht. Achso, dann machen wir das mal. Also leichter geht's echt nicht. Da musst du, also da sind halt so Raben, Ja. die haben immer so kleine AOE-Felder um sich rum. Und wenn du da rauf gehst, fährst du runter und musst wieder vorne laufen. Zwischendurch gibt's Gegner, die sind Level 10. Kriegt man ungefähr.